Hier, Ihre Füße, Oscar. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt. Es ist Ihnen gelungen, zweimal das Modell XZ 2005-B herzustellen, Kate Walker. Sie sehen mich hocherfreut, Kate Walker. Sie stehen Ihnen ausgezeichnet. Sehr freundlich von Ihnen, Kate Walker. Doch jetzt muss ich mich leider von Ihnen verabschieden. Wo gehen Sie hin? Ich muss mich zur Lokomotive begeben. Die Abfahrt steht kurz bevor. Hallo, Oscar. Meine Funktion untersagt mir jede Vertraulichkeit, Kate Walker, auch wenn Sie mein erster und einziger Fahrgast sind. Ich? Ihr Fahrgast? Ja, Sie, Kate Walker. Haben Sie mich nicht mit diesem Ziel fertiggestellt? Wenn Sie das sagen? Dieser Zug ist ganz wunderbar. Ich werde mich hier wie eine Prinzessin fühlen. Es freut mich, dass es Ihnen gefällt, Kate Walker. Der Zug wurde in der Tat so konzipiert, die Reise möglichst angenehm zu machen. Ich kann es kaum erwarten, Hans Vorarlberg kennenzulernen. Sie nicht? Ich wäre in der Tat hoch erfreut. Eines ist sicher, Oscar. Ich werde ihn zu seinem ganz außerordentlichen Automaten beglückwünschen. Danke, Kate Walker. Oscar? Was würden Sie jetzt an meiner Stelle machen? Mein psychischer Mechanismus ermöglicht es mir nur, solche Probleme zu erfassen, die meine eigene Funktionsweise betreffen. Also, ich glaube, ich bin fürs Abenteuer bereit. Wir können losfahren, Oscar. Ihre Fahrkarte, bitte. Meine Fahrkarte? Was meinen Sie damit? Kate Walker, die Bestimmungen sind eindeutig. Jeder Fahrgast benötigt eine Fahrkarte. Nun gut. Und wo kann ich mir diese Fahrkarte besorgen? Die einzige Person, die befugt ist, Fahrkarten auszustellen, ist der Schalterbeamte. Sie haben Glück. Sein Schalter dürfte um diese Uhrzeit geöffnet sein. Beeilen Sie sich. Sie? Sie wünschen, bitte? Aber, Oscar, ich bin es doch. Kate Walker. In der Tat, Ihr Name ist Kate Walker. Sie wünschen, Kate Walker? Eine Zugfahrkarte. Oder verkaufen Sie sonst noch was? Die einzige Funktion dieses Schalters ist die Ausgabe von Fahrkarten. Würden Sie bitte schnell machen, der Schalter schließt in genau 3 Minuten. Sie wünschen? Na, eben eine Fahrkarte. Nur eine? Ja. Eine Fahrkarte. Sehr gut. Und wohin bitte? Woher soll ich das denn wissen? Sie haben mir doch gesagt, ich sollte eine Fahrkarte kaufen. Eine Fahrkarte also, um wegzufahren. Hier, bitte. Verlieren Sie sie nicht. Dieser Schalter ist nicht befugt, Ersatzfahrkarten auszustellen. Dies gilt auch für das beiliegende Dokument. Um was handelt es sich? Die Abfahrerlaubnis für den Zug aus Valadilène. Der Kontrolleur kann diese später verlangen. Aber Sie sind doch der... Achtung! Der Schalter wird jetzt ordnungsgemäß schließen. Kate, ich bin schon wieder. Oh, Dan, ich wollte dich gerade anrufen. Na klar. Bist du sauer? Ich habe gerade bei Martin und Lormond angerufen. Sie haben mir gesagt, dass du voraussichtlich noch nicht diese Woche wiederkommst. Ja. Und? Wann gedenkst du zurückzukommen? Das weiß ich nicht und das hängt auch nicht von mir ab. Die Situation ist ziemlich komplex, weißt du? Anfang nächster Woche wahrscheinlich. Ach ja, mal sehen. Denn hab doch ein bisschen Geduld. Hier geht es um mehr, als ich dachte. Und du weißt doch, wie viel mir an diesem Auftrag liegt. Ich denke mal, es ist dir egal, dass die Goldbergs vorhaben. Ja, das heißt nein. Denn es ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Ich denke an dich. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich rufe wieder an. Versprochen. Ich muss jetzt auflegen, sonst verpasse ich meinen Zug. Einen Zug? Wo fährst du denn jetzt noch hin? Das ist doch verrückt, Kate. Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht genau. Ich liebe dich, Dan. Kate. Ich bin es noch einmal. Guten Tag, Kate Walker. Warum fahren wir nicht ab, Oscar? Die Bestimmungen sind eindeutig. Ich warte auf Ihre Fahrkarte, Kate Walker. Nicht, dass mir unsere Unterhaltung langweilig wäre, aber ich muss jetzt gehen, Oscar. Auch ich habe jetzt viel zu tun, Kate Walker. Hier, Oscar. Können wir jetzt abfahren? Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen, Kate Walker. Behalten Sie sie. Und warum wollen Sie meine Fahrkarte nicht? Kate Walker, ich halte mich streng an die Vorschriften. Es sind noch nicht alle Bedingungen zur Abfahrt erfüllt. Ich muss die Abfahrerlaubnis genehmigen lassen. Was können Sie pingelig sein, mein lieber Oscar? Hier das Dokument, das die Abfahrt des Zugs aus Valadilène rechtmäßig macht. Perfekt. Danke, Kate Walker. Hier, Oscar. Können wir jetzt abfahren? Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen, Kate Walker. Behalten Sie sie. Ich verstehe nicht, warum wir nicht abfahren können. Wir können es uns nicht leisten, diesen Zug noch länger aufzuhalten. Ich möchte nicht unhöflich sein, Kate Walker, aber ich befürchte, dass noch nicht alle Bedingungen für die Abfahrt erfüllt sind. Wenn das ein Witz sein soll, Oscar, so kann ich nicht darüber lachen. Ich muss Hans Vorarlberg unbedingt so schnell wie möglich finden. Ich habe genaue Anweisungen, nach denen ich mich zu richten habe. Es gibt 3 Stellen in der Garderobe, an denen 2 wichtige Objekte platziert werden müssen. Dies ist die Voraussetzung, um den Zug in Gang zu setzen. Aber wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss die Abfahrt vorbereiten. Dann muss ich mich wohl nach diesen Anweisungen richten. Dieses Regal scheint für Wertgegenstände gedacht zu sein. Es bringt nichts, sich damit zu beschäftigen. Ich bin es noch einmal. Fräulein Walker? Wohin fährt der Zug, der im Bahnhof steht? Keine Ahnung. Wir wissen nicht einmal, ob der überhaupt fahren kann. Wenn Sie uns fragen, handelt es sich um eine Art Prototyp. Ich werde mein Zimmer noch für etwas länger reservieren müssen. Kein Problem, solange Sie wünschen. Das stört uns nicht, im Gegenteil. Wir freuen uns immer, wenn hier im Gasthof mal was los ist. Wie viele Tage? Ach, so genau weiß ich das selbst nicht. Die ganze Situation ist so unerwartet und ungewöhnlich. Eine Lebende ist auf einmal tot und ein Toter lebendig. Hm. Ihre Geschichte ist tatsächlich ungewöhnlich. Ein Cousin von mir, der Gastwirt in Bremen war, hatte es auch mal mit einem Gespenst zu tun, das nicht mehr aus seinem Zimmer raus wollte. Um es loszuwerden, musste er ihm glatt einen Teil des Dachbodens überlassen. Hm, es scheint, als lebe mein Gespenst in Sibirien. Ach, ich sag's ja, ziemlich ungewöhnlich, Ihre Geschichte. Nun denn, Ihr Zimmer können Sie behalten, solange Sie wollen. Hm, von wollen kann hier keine Rede sein. Ich fürchte, ich werde Ihre Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen müssen. Verlassen Sie uns, Fräulein Walker? Sollen wir Ihnen Ihre Koffer runtertragen? Nein, nein, ich reise noch nicht ab. Ich bräuchte nur etwas... Ach, wir würden Ihnen nur zu gerne behilflich sein, aber stellen Sie sich vor, das Telefon klingelt, ein Fax kommt, ein Kunde betritt den Gasthof. So leid es uns tut, wir können hier nicht weg. Nicht weiter schlimm. Ich werde mich mal ein wenig in Valadilène umsehen. Bis später. Ganz wie Sie wünschen, Fräulein Walker. Dahin muss ich nicht. Das Teil hier klemmt. Das Teil hier klemmt. Wo hattest du dich denn bloß versteckt? Wir müssen nach Hause. Es ist schon spät. Anna, da hinten. Was denn da hinten? Hans, komm, wir müssen gehen. Das ist ein Geheimnis. Du musst mir schwören. Na gut, ich schwöre ja schon. Ich, Anna Vorarlberg, schwöre meinem Bruder Hans, niemandem zu erzählen. Da hinten ist es. Guck! Aber da drin ist es ja völlig dunkel. Ich habe eine Lampe aus der Fabrik mitgenommen. Keine Angst. Ach, typisch Mädchen. Warte nur ab, bis Vater merkt, dass du die Lampe gestohlen hast. Hm. So, und wegen dir bin ich jetzt voller Schlamm. Sieh nur, Anna. Schau. Ich habe solche Malereien schon mal in einem Buch gesehen. Das du hast geschworen, nicht wahr? Das ist unser Geheimnis. Guck mal, da oben ist etwas. Oh, jetzt reicht's aber. Sieht aus wie ein Spielzeug. Ich will es. Ich muss dahin. Leuchte mir. Hans, das ist doch viel zu hoch. Sei vorsichtig, Hans. Hans, vorsichtig. Mein Bruder lag viele Wochen im Koma. Als er dann endlich eines Morgens die Augen aufmachte, wusste ich, dass er nicht mehr so sein würde wie früher. Wir sind nie wieder in diese Höhle zurückgekehrt. Und bis heute habe ich unser Geheimnis bewahrt. Ich muss mir unbedingt eine der Zylinder nochmal ansehen. Alles in Ordnung, Oscar. Die Lokomotive ist bereit zur Abfahrt. Es ist mir höchst unangenehm, Kate Walker. Mein Unwissen ist unentschuldbar. Ich hoffe, Sie werden mir trotzdem auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken. Bitte kehren Sie jetzt an Ihren Platz zurück. Wir fahren ab. Endlich.